Du sagst was. Wieso fängst du nicht an? Hast du doch sonst auch immer gemacht. Ja, heute mal nicht. Hallo. Wir haben jetzt Ende Mai und sind auf dem Weg zum Campingplatz in Gieselwerda. Das ist ein Campingplatz, der liegt direkt an der Weser. Das gehört noch zu Hessen. Da macht Hessen so einen leichten Schlenker nach oben in Höhe Göttingen, kann man sich das vorstellen, direkt an der Weser. Ja, da hingekommen bin ich eigentlich durch eine Bekannte, die ich lange nicht gesehen habe. Die haben derzeit Urlaub, kommen von der Küste und sind schon mal da gewesen und hatten in Gieselwerder gebucht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann buchen wir da auch mal für ein paar Tage, dann können wir uns da mal treffen und nach langer Zeit mal wieder Geschichten von früher erzählen. Wir fahren jetzt los. Das Wetter soll ja Gott sei Dank besser werden. Bisher haben wir es ja nicht so pralle getroffen jetzt hier im Mai. Aber wir sind guter Hoffnung. Heute soll es noch mal mies sein, morgen ein bisschen besser und ab übermorgen soll es ja wärmer werden. Dann gucken wir mal, wie es wird. Bis dahin jetzt erstmal tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Wir machen uns also auf den Weg nach Gieselwerder. Es sind rund 150 Kilometer. Wir haben uns entschlossen, nicht über die Autobahn zu fahren, sondern querfeldein sozusagen in Richtung Hameln, dann weiter in Richtung Uslar. Das kann man sich so grob vorstellen. Hier sind wir schon auf der B217, fahren in Richtung Hameln, biegen dann vor Hameln aber bereits ab und fahren sozusagen über die Dörfer in Richtung Holzminden. Die Strecke über die Dörfer ist wieder ein bisschen interessanter als die langweiligen Bundesstraßen. Die hier und da sind die Straßen doch wieder enger. Ist wieder was für die Freunde, die gerne zusehen, wenn wir die engeren Straßen befahren. Hier konnte man das eben schon mal sehen mit dem Gegenverkehr, mit dem LKW. Das wird uns auf dieser Strecke bis kurz vor Holzminden öfter passieren. Hier haben wir bloß ein paar Bilder eingepflegt über die Strecke, damit man sich das mal anschauen kann, wenn man da durch die Dörfer kommt. Hier sieht man es wieder mit dem LKW. Es ist aber auch eine landschaftlich schönere Strecke, ist natürlich von der Zeit her kein Zeitgewinn gegenüber der Autobahn. Aber auch dieser Weg führt nach Gieselwerder, wo wir jetzt bereits am Ortseingang eingetroffen sind. Es ist die B83. Hier müssen wir nach links abbiegen, um in den Ortskern zu kommen. Gieselwerder trägt ja auch den Beinamen Schneewittchendorf, und zwar liegt Gieselwerder ja im Bereich der deutschen Märchenstraße. Jetzt fahren wir auf die Ortsmitte zu. Gieselwerder hat ungefähr eine Einwohnerzahl von 1300. Hier in der Ortsmitte ist alles vorhanden, was man benötigt. Man hat da die Sparkasse, man hat Gaststätten und eine Einkaufsmöglichkeit. Hier vorne an der Ampel müssen wir rechts abbiegen, um dann in die Straße schon in der Klappe, wo ja auch der Campingplatz liegt, einzubiegen. Linker Hand haben wir die Touristinfo. Zur Info, Gieselwerder ist eine der Ortsgemeinden, die zusammen die Gemeinde Oberweser bilden. Wir kommen jetzt am Campingplatz an, der liegt hier linker Hand. Ebenfalls liegt hier linker Hand auch das Freibad, was jetzt ganz günstig ist. Im Augenblick ist ja noch kaltes Wetter, nicht unbedingt Freibadwetter. So haben wir hier die Möglichkeit, den
Parkplatz zu nutzen, um dann die Anmeldung in der Rezeption des Campingplatzes vornehmen zu können. Ich biege jetzt also auf den Parkstreifen eigentlich des Freibades ab. Das konnte man eben hier schon ein bisschen sehen. Kann hier halten und wir besuchen dann die Rezeption, um uns anzumelden. Vorab schon mal, eben das Tor konnte man sehen, da passen wir nicht durch. Ich hatte da vorher angefragt gehabt, das wurde mir mit einer Höhe von 3,60 Meter angegeben. Das ist mir ein bisschen knapp. Wahrscheinlich könnte man, wenn man die Luft aus den Federungen lässt, durchfahren, aber ich will das nicht riskieren. Es gibt ja auch da andere Möglichkeiten. Hier ist dieser Eingangs, der Zufahrtsbereich. Rechte Hand war eine Gaststätte, ein Italiener. Linke Hand, dies hier ist die Rezeption. Ich gehe jetzt noch mal ein paar Meter weiter. Man kann da also auch Gasflaschen tauschen. Erkennbar sind die grauen und auch Alugas ist dort vorhanden. Hier hinter dem Gebäude der Rezeption ist links eine Halle, soweit erkennbar wird die auch für Veranstaltungen genutzt, wahrscheinlich wenn das Wetter nicht so pralle ist, ansonsten kann man das ja auch da auf dem Platz davor machen. Ja, das ist das Rezeptionsgebäude. Wir konnten uns nicht gleich anmelden, bis 15 Uhr ist da Mittagszeit, da ist auch die Rezeption nicht besetzt. Nach 15 Uhr haben wir uns angemeldet und konnten jetzt unseren Stellplatz aufsuchen. Und zwar liegt unser direkter Stellplatz auf einer Fläche, die normalerweise ein Bolzplatz ist, aber in bestimmten Zeiten auch als Campingplatz zur Verfügung steht. Wir sind in der Woche vor Pfingsten da. Die vergangene Woche hatte Himmelfahrt. Insofern waren das lange Wochenenden und so wie wir das gehört haben, war das auch alles gut belegt in dem Bereich. Unser Platz liegt gleich ganz vorne, also eine günstige Lage. Bei der Anmeldung haben wir noch diese Karten bekommen. Die sind auch gleichzeitig Eintrittskarten für das Freibad. Das ist im Preis für den Stellplatz inklusive. Wir haben aufgebaut. Silvia beschäftigt sich schon intensiv mit ihrem iPad. Wie intensiv kann man gleich erkennen. Jetzt. Zunächst möchte ich euch jetzt erstmal den Platz vorstellen. Ich beginne gleich da mit der Stelle, wo wir stehen. Das ist wie gesagt der eigentliche Bolzplatz, deswegen sieht man auch da die Tore. Für diese Zeiten sind die Stellplätze markiert durch diese Metallpfähle mit dem Zettel dran, wo die Bezeichnung draufsteht. Die orangen Kästen sind die Stromanschlüsse, die für Notfälle da sind, und das sind hier die normalen Stromanschlüsse, die mit Zählern versehen sind. Ich gehe jetzt mit euch über den Bereich des Campingplatzes. Hier sind zunächst die Plätze, die an Dauercamper vermietet sind. Ihr seht, es ist neblig. Ich habe die Aufnahmen früh morgens gemacht und die Temperaturen waren früh morgens hier in dieser Zeit noch 5 bis 9 Grad und im Wesertal hatten wir also jeden Morgen Nebel. Hier kommen wir jetzt in den Bereich, der gebucht werden kann für den vorübergehenden Aufenthalt auf dem Campingplatz. Dieser Bereich liegt unmittelbar an der Weser. Links erkennt man, da ist das ein bisschen begradigt und gekennzeichnet durch Schotterfläche. Rechts haben wir dann eigentlich Stellplätze gedacht für Wohnmobile. Das ist ein leichtes Gefälle. Da muss man sehen, dass man da doch die Höhe ausgeglichen bekommt, wenn man nicht unbedingt mit dem Kopf zu tief schlafen will. Die weißen Pfähle markieren die Stellplätze und man sieht die vorbereiteten Spuren für die Wohnmobile. Links, wie gesagt, sind die Flächen eigentlich gedacht dann eher was für die Caravan-Freunde. Hier jetzt nochmal ein kurzer Schwenk, um euch den Bereich deutlich zeigen zu können. Wie gesagt, dieser Streifen ist für Wohnmobile und vorübergehende Buchungen vorhanden. Man sieht in der Terrasse da oberhalb, da fangen dann die Bereiche für die Dauercamper an.
Ich gehe jetzt mit euch an der Weser entlang. Das ist ein ganzes Stück. Habe ich natürlich was geschnitten, damit das nicht zu lang wird. Aber ihr sollt wenigstens erkennen können, wie die Lage an der Weser ist. Die Fließgeschwindigkeit ist eigentlich ziemlich hoch. Hier nochmal ein Schnitt, der ist von nachmittags. Da haben wir nochmal Aufnahmen gemacht. Es gibt auch diese Fahrzeuge da, die kann man buchen. Zwei Stück sind davon vorhanden, die stehen auch direkt an der Weser. Wir kommen jetzt in den Bereich, wenn man dem Weg jetzt folgt, kommt man oben an der Rezeption wieder raus. Wie ihr seht, geht das alles noch ein Stück runter. Es kommen da auch noch mal Plätze, die buchbar sind. Ich biege jetzt ab, gehe über diesen kleinen Weg, der auf das Gebäude zuführt, was die sanitären Anlagen beinhaltet. Rechts und links haben wir noch mal die Dauercamper und sind jetzt hier an dem Sanitärgebäude. An der Stirnseite sehen wir zwei Türen, da kommen wir später noch zu. Ich möchte euch erstmal die Sanitäranlagen von drinnen zeigen. Links ist der Bereich für die Damen, rechts für die Herren. Wir haben einen Transponder bekommen, dafür war eine Sicherheit von 20 Euro zu hinterlegen. Den benötigt man, um in dieses Gebäude zu kommen. Nach dem Betreten befinden wir uns hier. Das ist der Bereich mit den WC und den Urinalen. Man sieht schon von der Einrichtung her alles einfach, aber verhältnismäßig neu und alles vor allen Dingen sauber. Wir können dann durchgehen. Hier ist dann der Bereich, in dem sich die Duschen befinden. Links nochmal Waschbecken. Ich öffne jetzt mal eine der Türen, ist auch modern eingerichtet, der Druck ist gut. Was nicht so schön ist, man kann den Duschkopf nicht verstellen und das Wasser spritzt bis fast an die Tür heran. Also die Sachen, die man mit hat, muss man schon hinter der Spritzschutzwand so ablegen, dass sie nicht nass werden. Gegenüber sind noch ein paar Waschbecken, die sich in einer Kabine befinden, und auch da vorne nochmal im Eingangsbereich zu diesem Raum drei Waschbecken, wie man sehen kann. Ich gehe jetzt wieder zurück. Man sieht jetzt nochmal die Urinale und vor allen Dingen, man kann wirklich erkennen, dass alles sehr sauber ist. Ich verlasse jetzt wieder den Bereich der Sanitäreinrichtung. Draußen haben wir noch diese beiden Türen. Links können wir es sehen. Chemietoilette kann hier entleert werden. Ein Blick hinein, alles sehr sauber. An der Stirnseite hatten wir schon die beiden Türen gesehen. Hier haben wir noch ein paar Waschbecken. Und durch diese Tür kommt man in die sogenannte Küche, also hier kann man das Geschirr abspülen, ist eigentlich ein bisschen klein, habe ich so gedacht, aber auf der anderen Seite, ich habe da keinen Stau erlebt. Verlassen wir also den Raum und gehen eine Tür weiter. Sylvie ist dazu gekommen, weil wir hinterher noch ein Stückchen über den Platz gehen wollen. Hier hinter dieser Tür verbirgt sich der Waschraum. Es ist ein großer Raum, drin stehen diese drei Geräte. Vielleicht hätte man sich Gedanken machen sollen, die beiden Räume zu tauschen. Hier haben wir den Bereich der Müllentsorgung. Die grünen Behälter sind alle für Papier. Der große hier ist Restmüll und die gelben, wie überall, für Plastik und Verbundverpackung. Ich war mit Silvia dann unterwegs. Hier haben wir eine kleine Slipanlage. Ich hatte ja gesagt, wir haben Bekannte besucht, die haben auf der anderen Fläche oben gestanden, konnten also auf uns herabsehen. Da haben wir dann auch gegrillt und zwei angenehme Abende zusammen verbracht und auch verabredet, dass wir gemeinsam noch die Gegend auch mal erkunden.
Wir hatten ja auch die Freikarten für das Freibad bekommen. Das ist in den Platzkosten enthalten. Silvia stand eben im Eingangsbereich. Hier nochmal ein Bild vom Freibad selbst. Wir sind dann durch den Ort geschlendert, haben eine Begehung gemacht. Hier ist das Rathaus von Giselwerder. Dieses ist das Rathaus von der Rückseite her. Da unten der Weg, der führt entlang der Weser. Und selbst ein Schifffahrtsmuseum gibt es dort. Wir haben Ausflüge gemacht. Geplant war die Sabberburg. Da sind wir dann einen Tag auch hingefahren. Ist nicht weit entfernt. 20 Minuten kommt man an der Sabberburg an. Die Sabberburg liegt ja an der Märchenstraße und gilt als Dornröschenschloss. Unser Problem war, Dornröschen ist noch nicht wach geküsst, die Sabberburg ist immer noch geschlossen. Dank der kleinen Kamera konnte ich den Stab mal durch so einen Schlitz am Tor führen, sodass wir wenigstens dann nachträglich über diesen Weg die Sabberburg mal gesehen haben. Für mich ein bisschen unverständlich, dass die Sabberburg geschlossen ist in dieser Zeit. Eigentlich hätte man sie auch mal aufmachen können. Sie müssen damit rechnen, dass immer Besucher da sind. In der kurzen Zeit, die wir jetzt da hochgegangen und wieder weggegangen sind, sind mehrere dort aufgetaucht. Naja, ersatzweise sind wir dann weitergefahren und zwar nach Bad Karlshafen. Da gibt es den Weser Skywalk, wie es ja neudeutsch heißen muss, immer auf Englisch. Dort sind wir also hingegangen. Man hat da einen kleinen Parkplatz. Von dort aus geht es ein Stück bergab, dass man dann hier ankommt. Dieses ist das Gerüst des Skywalk. Man kann bis vorne rangehen und hat dann einen Blick an dieser Stelle über die Weser. Links, das ist Bad Karlshafen. Dort gibt es auch einen Stellplatz. Den haben wir aber nicht aufgesucht, stellen wir ihn also auch nicht vor. Es ging hier jetzt nur mal darum, den Blick über diesen Bereich der Weser zu zeigen. Wir sind dann an einem anderen Tag natürlich nach Hannover-Schmünden noch gefahren. Das sind ungefähr 25 Kilometer rund. Ist also, wenn man in Giselwerder ist, auch ein Muss. Hannover-Schmünden, eine Fachwerkstatt. Ganz toll erhalten. Ich muss sagen, es ist wirklich sehenswert. Ich selber habe da ja auf Lehrgängen zweimal ein halbes Jahr zugebracht. Von daher gesehen war das natürlich auch hier für mich wieder ein Weg zurück in die Vergangenheit. Küsterhaus, diese Gaststätte, die haben wir vor 25 Jahren öfter abends besucht. Und diese Institution, Louis Winkelmann mit seinen Obstweinen, den kannte ich schon von 1974 und gibt es immer noch. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder zum Rathausplatz. Dort gibt es ein Glockenspiel, das Bezug nimmt auf Dr. Eisenbart. Jetzt geht's los. Und vom Rathaus aus sind wir natürlich auch auf die Insel Tanzwerder gegangen, dort zum nördlichen Ende. Da befindet sich der bekannte Weserstein mit dem Spruch, der aufzeigt, dass hier am Zusammenfluss von Werra und Fulda die Weser beginnt. Die Weser ist ja bekanntlich der einzige Fluss, der in die Nordsee jetzt mündet und vom Beginn bis zur Mündung nur in Deutschland fließt. Hier nun der Blick auf den Beginn der Weser in Richtung Norden. Von dort aus sind wir dann noch ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Hier gehen wir über eine Brücke wieder zurück in den Stadtkern. Es sind wirklich fast ausschließlich Fachwerkbauten. Darum ist in Hannover-Schmünden schon seit ewigen Zeiten zum Beispiel Feuerwerk auch verboten. Das hat man schon früh eingestellt. Hier sind wir in einer Gasse in der Nähe des Schlossplatzes.
Das sind alte Klaviere, die man da als Kunstobjekte hingestellt hat. Bedienen kann man die nicht mehr. Es kommt auch kein Ton, außer man zupft an den Saiten, die da frei liegen. Wir sind hier auf so einem, anscheinend so einem kleinen Künstlerhof. Ein Blick nochmal auf die andere Seite dieser Einfahrt. Und ich denke mal, da werden diese künstlerischen Sachen dann hergestellt. Wir gehen wieder raus aus diesem öffentlich zugänglichen Hofbereich und man sieht wieder auf eines dieser alten Häuser und auch die Gassen, das hat man alles ganz toll erhalten. Nochmal ein Blick die Gasse hinunter. Wir sehen, da kommt ein Auto, ist nicht besonders breit, darum warten wir hier, bis das Auto vorbei ist. Anschließend machen wir uns wieder auf den Weg nach Gieselwerder. Am Tag drauf fahren wir wieder nach Hause. Diesmal haben wir doch den Weg über die Autobahn gewählt. Wir sind hier schon am Autobahnkreuz Hannover Ost, biegen von der A7 ab auf die A2, passieren dann gleich das Autobahndreieck Hannover West, wo der Verkehr ein bisschen dichter wurde, und sind kurz darauf wieder zu Hause. Ich hoffe, dieser Bericht war wieder informativ für euch. Es lohnt sich sicherlich, den Campingplatz Gieselwerder mal zu besuchen oder einen anderen der dortigen Plätze, um dann auch im Nahbereich die Sehenswürdigkeiten sich mal anzusehen. Ich hoffe, es war informativ. Auf den Daumen hoch und dass wir uns beim nächsten Bericht wiedersehen. Bis dahin wieder ein freundliches Tschüss.